Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Wir haben folgende Pläne. Wir möchten etwas bauen. Was drücke F8, um Fehler zu melden? Ist kein Fehler. Okay. Und zwar gehen wir mal hier rein. Und dann gehen wir auf Baupläne. Ja, auch was wir brauchen. Ich glaube nicht, ne? Doch, 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 steht. Wieso habe ich nicht öfters hier reingeguckt? Egal. Strahlenschutzanzug brauchen wir. Wir brauchen Fasergewebe und Blei. Blei ist kein Problem, aber was zur Hölle ist Fasergewebe? Kennen wir das schon? Ich hoffe schon. Denn wir wollen. Das ist Zyklop-Wärmereaktor, okay. Wir wollen jetzt langsam zum Schiff. Das ist der jetzige Plan. Fasergewebe. Ah, es ist. Erschreckend einfach. Okay. Wie viel Akku habe ich noch? Genug. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, können wir heute ja eigentlich schon los. Ja, gut. Aber ich gedacht, das wird ein bisschen schwerer. Ah, ich kann nichts tragen. Okay, Moment. Mal kurz zurückschwimmen. So, heiß. Benutzt doch die verdammte Leiter. Bleibt dann einfach hängen. So. Wir müssen erstmal ein bisschen was ablegen. Eines Tages werde ich hier auch noch die Butze ein bisschen umbauen müssen. Ja. So. Blei haben wir eh zwei gebraucht, ne? Können wir das nochmal mit reinlegen? Bin ich jetzt blöd? So, was haben wir hier? Lithium. Stimmt, das haben wir auch noch gebraucht, ne? Für irgendwas. Ich weiß noch nicht für was. Packen wir erstmal hier alles rein, damit ich es nicht wiederfinde. Wie es immer so der Fall ist. Und wir haben noch ein bisschen Wasser am Start, aber das ist gut. Aus dem Weg. So, wir werden natürlich ohne Vorräte losgehen. Nein, ich muss mir Vorräte machen, ne? Ich muss mir dringend Vorräte machen. Ohne Vorräte brauche ich ja gar nicht losgehen, ey. So. Ich hoffe, wir kommen da zurecht. Ich weiß nicht, was mich da erwartet. Ja, wir werden das schon hinkriegen. So, zwei Stück brauchten wir nur, ne? Das nehmen wir auch gleich mal mit. Okay, so. Ich habe doch hier auch direkt einen Fabrikator, ne? Ja. Ja, nice. Ich dachte, ich kann. Achso, ich muss ja erstmal das Fasergewebe herstellen, ne? So, jetzt aber, ja, gewiss. Okay. Ich gehe nochmal los. Mist. Ja, doof gelaufen. Und wenn wir den Anzug haben, dann können wir uns schon mal vorbereiten, ne? So. Kurz mein Spielchen hier. Zack. Ich bin gerade momentan im Wettrennen und ich muss das gewinnen. Ich muss Platz 1 sein. So. Jeden Montag habe ich auf meinem Smartphone, also ich spiele momentan so ein Klickerspiel. Also ich kann euch auch sagen, wie es heißt. Es heißt Clicker Racing. Und da ist jeden Montag ein Wettrennen, weltweites Wettrennen mit ja, 200 Teilnehmern pro Rennen. Also es gibt verschiedene Rennen. Pro Gruppe 200 Leute. Und ich bin momentan auf Platz 1 und ich möchte, dass das so bleibt. Deswegen muss ich hier einmal ganz kurz mit allem interagieren, immer zwischendurch. Also sorry dafür, aber das müsst ihr jetzt ertragen. So. Er hat den Scheiß jetzt hergestellt. Was willst du von mir? Geh doch. Ah. Meine Nase juckt schon wieder. Wieso juckt jedes Mal meine Nase, wenn ich aufnehme? Ich sehe es nicht. Ich bin allergisch gegen die Aufnahme. Und das kann ich mir das nicht erklären. Okay, Spind öffnen. Ja, schönes Werkzeug hier drin.
Wir sollten alles hier rausnehmen, was kein Werkzeug ist, ne? Das, Scanner brauche ich, Reparaturwerkzeug wahrscheinlich eher nicht, obwohl, ich weiß es nicht. Muss ich das Schiff reparieren? Ah. Ich habe keine Ahnung, was ich brauchen kann und was nicht. Oh, kann ich alles mitnehmen. Die Batterie lassen wir hier aber. Sollte ich den Seegleiter hier lassen? Ja, wo ich hingehe, brauche ich den nicht, ne? Da, wo ich hingehe, brauche ich den. Ich sollte ihn aber erstmal mitnehmen, solange wir Ressourcen sammeln. Okay. Was mit dem Anzug? Habe ich den jetzt an? Also hier ist er nicht drin. Sag mal. Irgendwo habe ich dann Katzenhaar, glaube ich. Ich sollte aufhören, Mr. Flauschig zu kuscheln, wenn ich aufnehmen möchte. Wo sehe ich denn meinen Anzug jetzt? Baupläne, Signalmanager, Bilder, Aufzeichnungen, Datenbank? Gab es nicht hier irgendwo auch... Ach da, hä? Ach so, ich war im Schrank drinne. Was ist mit meinem scheiß Taucheranzug? Wo ist mein Tauchanzug? Jetzt schwören können, wir haben einen Tauchanzug gebaut. Aber 100 pro. So kann ich denn jetzt hier alles machen? Hä? Ich glaube, der Fabrikator hat ausgebaut. Was habe ich kaputt gemacht? Oh. Verstehe. So, sehr schön. Gut. Strahlenschutzanzug ist angelegt. Das erklärt auch, warum der hier nicht funktioniert hat. Okay. Ich wollte auf jeden Fall Titan herstellen. So, Nahrung? Was? Achso. Das neue Viechding ins Kirchens. Okay. Habe ich hier noch irgendwo Platz? Muss mein Zeug loswerden. Ich muss bald mal die Räumlichkeiten oben einrichten, ne? Und dann lagern wieder alles ein. Muss das halt alles nochmal hier rüber. So, da wo wir hingehen, müssen wir ja nicht tauchen. Obwohl, jetzt momentan schon. Jetzt müssen wir ja noch tauchen. Das heißt, wir machen das mal so. Dann gehen wir los. Ziehen uns ein paar Fischis. Auf jeden Fall einiges vorbereiten. Wir gehen auf eine etwas längere Expedition, ne? Kann ich dich mitnehmen? Ja. Komm her, Mann! Ich weiß auf jeden Fall noch von früher, dass da irgendein Viech rumwuselt. Den müssten wir vielleicht auch noch mal beseitigen. Komm her, Fischi. So, ich muss noch für Trinken sorgen, ne? Wieso hatte ich die Renntaste gedrückt? Ahnung. Wo sind meine, Blubberfischis? Fischis habe ich jetzt? Es dürfte eigentlich an Essen reichen, ne? Müssen wir nur noch die Blasenfische finden. Und davon eine Menge mitnehmen. Ich habe echt eine scheiß Stelle ausgesucht zum Wohnen. Gibt es hier keine Blasenfische in der Nähe? Was ist ein Trick? Wie tief muss ich denn noch? Hey, du leuchtest. Dich nehme ich mit.
Ich möchte den leichten Fisch essen. Danke. Muss doch einen einfacheren Weg geben, an Trinken. Das war der falsche, zu kommen. Er hat sich meiner Macht entzogen. So, ein paar Blasenfischis. Habe ich meine Trinkflaschen eigentlich noch dabei oder habe ich sie abgelegt? Ich habe sie noch dabei. So, das dürfte eigentlich reichen, ne? Müssen wir nur noch nach Hause kommen. Ja, jetzt gehen wir nicht durch. So. Ein paar Level-Ups hier reinlegen. Hier, Upgrade. So. Kann euch ja mal sagen, wie weit der zweite von mir entfernt ist. Also, das Schöne ist, ich habe momentan Nachtschicht. Und gestern, also heute, beziehungsweise heute Nacht, gestern Nacht. zwischen gestern und heute Nacht, in der Nachtschicht, habe ich die ganze Zeit mein Handy angelassen und habe dieses Spiel gespielt, damit ich auf Platz 1 lande. Okay, der andere ist knapp 150 hinter mir, okay. Das ist schon eine ordentliche Latte. Also, so eine ordentliche Latte ist nicht zu unterschätzen. Solltet ihr wissen. Ich kann nämlich schnell ins Auge gehen. Es riecht. Glaube ich habe zu viel Energy getrunken. Ich sollte vielleicht noch einen Schluck nehmen. Welcome aboard, Captain. So. Essensvorbereitung. Water. Ich denke, mit den Ressourcen kommen wir eigentlich zurecht, ne? Das Einzige, was jetzt wirklich schief gehen kann, ist, dass da irgend so ein Mörderviech ist, das meine Schaluppe kaputt macht. Mein Mutterschiff, mein, wie heißt das Viech nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Ihr wisst, was ich meine. Mein Gefährt hinter mir, was gerade hinter mir steht. Wenn da irgend so ein Viech ist, das kaputt macht, komme ich natürlich nicht mehr zurück. Und vielleicht sterbe ich sogar dabei, falls mich das Viech dann noch angreift. Das ist das Einzige. Aber ich glaube, da ist halt nur wirklich der Reaper, der jetzt sowieso an unserer Basis hängt. Ich glaube, da tut sich nichts. Ob der jetzt da ist oder jemand anderes. So. Wiegen wir mal ab, was wir brauchen. Das und das brauchen wir. Ja, gut. Okay. Ja, gut. Ämchen austauschen. So. Also, wir haben Essen. 30, 20 gibt das nur. Sollte ich das jetzt trinken? Und das jetzt essen. So. Ich werde wahrscheinlich alles brauchen. Das Feldmesser vielleicht nicht. Obwohl, doch. Ich erinnere mich, dass da kleine Viecher waren, die mich angegriffen haben. Kleine Headcrabs. Ich erinnere mich. Das heißt, wir haben auf der 1 das Messer. Wir haben auf der 2 die Taschenlampe. Wir haben das Konstruktions... wir werden da höchstwahrscheinlich nichts bauen. Das wird's sein. Wir werden da nichts bauen. Okay. Der Scanner wird auf Platz 3 sein. Und dann haben wir den Rest dabei. Ja, sehr schön. Ich meine, den Konstruktor brauchen wir nur hier. Schatzi ist gerade nach Hause gekommen, deswegen jammert die Katze, also nicht wundern. Also mit Schatzi meine ich natürlich Reggie, ne? Nicht, dass ihr denkt, dass jetzt hier jemand anderes kommt. Hier schon die Kommentare. Was, Schatzi? Ich dachte, du bist mit Reggie zusammen. So. Dann wollen wir mal. Ist zwar jetzt Nacht und so, aber egal. Wir wollen... Wo wollen wir denn hin? Da hinten hin. Ich dachte, die Reaper wären in der Nähe des Schiffes. Wieso ist der Reaper, der jetzt hinter mir her ist, genau auf der anderen Seite? Ich weiß es nicht. Ich guck mal kurz nach hinten. Ja, sie ist wirklich da. Hätte ja sein können, dass die Katze gerade meint, hey, da ist ein Einbrecher. Hey, Herrchen, aufwachen. Weg von deinen Let's Plays. Einbrecher. Hätte ja sein können. Ja gut, eigentlich würde er einfach nur abhauen. Ich würde sehr schnelle Schritte hören und dann nichts mehr. Ist wahrscheinlich. Wenn da wirklich jemand anderes kommen würde. Ja, also, man muss sagen, die Katze wirkt bedrohlich, wenn er knurrt. Aber er läuft weg. Ups, sorry, Fisches. Okay. Ich hoffe, das reicht mit dem Strahlenschutzanzug.
Wie schnell fliegt die Welt da? Das sieht schon beeindruckend aus. Auch wenn es nur wirklich ein Bild ist, das sich bewegt. Sieht cool aus. Ja, gut. Der Eingang, soweit ich mich erinnere, der war vorne. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich sollte auf jeden Fall hier runter gucken. Ich töte Fische. Ich bin so brutal. Ich sollte auf jeden Fall hier ein Auge offen halten. Nur für den Fall der Fälle, dass da wirklich gleich irgendwas kommt, das mich nicht mag. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich mein Bildchen da abstellen muss. Haben wir hier was Feines? Oh, ich war hier schon. Da liegt Titan-Dings-Kirchen. Okay, gut. Jetzt müssten wir in den Bereich kommen, ne? Alter, mach mal doch keinen Scheiß da oben, ey. Dann gebe ich hier schon Angst ein. Okay, die sind ja nicht so schlimm. Vielleicht sollten wir hier ein kleines Päuschen einlegen. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ach ja, da war ja was. Bioreaktorfragment. Oh, können wir mal scannen. Ja, das macht Sinn. Sag mal, könnt ihr mal leise sein da oben? Abfalleimer? Wow. Es ist genau das, was ich in meiner Basis brauche. Als wenn ich mich um diese Welt scheren würde. Ich werfe einfach alles ins Wasser werfen. Was ich ohnehin schon mache. Okay, hier ist nichts. Scannerraum, na gut, kennen wir auch schon, ne? Ja. Scheint nichts Neues hier zu geben. Was bist denn du, mein Freund? Scannerraum. Oh, super. Ich hab mich schon gefreut. Als Ablagerung. Ja gut, waren wir so wert. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo ich bin. Ich will nicht die Navigation verlieren. Okay. Sollten wir zuerst dahin gehen? Weiß nicht. Und wieso sehe ich nichts? Ich glaube, das große Problem ist... Das ist in 250 Meter Tiefe. Das heißt, 50 Meter muss ich selber schwimmen. Hm. Ich habe nicht wirklich viel Sauerstoff. Und mein Sauerstoff wird sehr, sehr, sehr schnell zu Ende gehen. Okay. Genau aufpassen. Hier kein Viech kommt, was mich einfach mal so bupp, aufgisst. Das wäre das Schlimmste. Was bist du? Weiß ich das? Okay, das wirkt hier schon sehr, sehr bedrohlich. Da ist irgendein Teil. Was bist du? Okay. Gut, ich habe mal eine Probe genommen, nur für den Fall der Fälle, dass ich es brauche. Das hört sich nicht gut an. Was war das? Okay, parken wir mal hier oben. Und riskieren es einfach mal. Ich sollte ein bisschen Energie sparen, ne? Und jetzt komme ich nicht rein. Scheiße. Und diese Geräusche von diesem riesen Otterwal. Keine Ahnung, was das ist. Ja, ja, Vulkane. Hast du nicht gesehen. Sehr gefährlich. Wissen wir. Kann ich mich hier positionieren?
Ohne dass das Viech. Wenn mich das Viech angreift, bin ich eventuell am Arsch. Ach, no risk, no fun. Oh. Ich bin weg. Die sehen auch nicht wirklich nett aus. Scheiße, Mann. Guck mal, das ist ein Beet. Was haben wir schon? Ich könnte hier mal ganz kurz... Nur ganz kurz das hier. Oh, Scannerraum. Was ist das? Ist das eine fette Salzablagerung oder so? Lithium. Eine fette Lithiumablagerung. Okay. Ich denke, an dieser Stelle können wir parken, ne? Was? Okay, ich habe zumindest die Batterie gefunden. Kurz Sauerstoff tanken und dann... Gib ihm. Alles scannen, was geht. Ich habe ein bisschen Respekt vor dem Typen da hinten. Muss ich zugeben. Lichtstab. Als Maul. Gibt's keinen Eingang, ne? Ich glaube, der steckt da jetzt fest. Oh, das wäre ein Traum, wenn der da feststecken würde. Okay, kurz Sauerstoff holen. Ich glaube, der steckt fest. Ah! Oh. Könnt ihr töten? Was soll dieser Schatten? Ist das das Ding? Ich glaube schon. Okay, der steckt da fest. Wir sind frei, uns hier zu bewegen. Bitte. Ich muss nur den Eingang finden. Bitte lass mich in Ruhe. Leichte Tauchflasche mit hoher Kapazität. Was? Habe ich doch schon, oder? Ich möchte, wir müssen hier durch. Ich habe nicht genug Sauerstoff dafür. Wie das kann herum. Oh, hi! Ich glaube, er bewacht das Ganze. Ich habe den Eingang gefunden, okay. Ein bisschen schnell. Oh Gott, 10 Sekunden. 3, 2, 1. Oh nein! Shit. Nicht dein fucking Ernst, ey. Alter. Ja, ein bisschen mehr Glück als Verstand, habe ich das Gefühl. Okay, hier war der Eingang, ne? Ein bisschen Pipi in der Hose. Muss ich zugeben. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Bin so tot. Ich muss zurück. Ich muss zurück. Ich muss zurück. Ich weiß nicht, was das war. Oh Gott, ich werde den Weg niemals zurückfinden. Welcome aboard, Captain. Okay, wir machen kurz eine Pause. Ah, cool. Verrottet. Baupläne. Lichtstab. Wir könnten sogar schon die Schubkanone bauen. Da fehlt noch ein bisschen was.
Tauchflasche mit hoher Kapazität. Was ist der Unterschied? Was habe ich denn momentan an? Was ist das denn? Mit ultra hoher Kapazität? Okay, was habe ich an? Wieso habe ich die neue Tauchflasche nicht gebaut? Ich brauche dafür nur Lithium. Scheiße! Ich habe ein Problem. Also ich habe panikhalber irgendwo drauf gedrückt. Okay, Freunde, wir werden uns in der nächsten Folge umdrehen und gucken, was uns da gerade angestupst hat. Und hoffen, dass wir das Ganze überleben. Haut rein, euer Zero. Tschüss.